Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in einer Vorschau und zwar die Nummer 3 von Shop Tycoon. Wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir hier jetzt reingucken möchten. Und zwar wollen wir schauen, was die Karte gibt hier. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch eine Shopkette. Da wollen wir auch noch gucken. Das würde ich sagen, machen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, dann lassen wir mal laufen. Die LKWs fahren weg und bringen uns gerade Geld ein. Hier oben ist eine Palette leer, die füllen wir auf. Sonst sieht es gerade ganz positiv aus. Ne? Keine Leute hier am Counter. Da kommt der Nächste, der dann wieder Geld bringt. Gut, dann gucken wir doch mal jetzt gerade hier rein. So, was haben wir denn hier jetzt? So, das ist 32,5. Die haben wir aber nicht. Hier unten haben wir nur 27. Das würde bedeuten, wir müssen mal gerade warten, bis noch so der ein oder andere LKW reinkommt. Ja, sieht erstmal gut aus, ne? Wie viel Geld haben wir noch nicht ganz? Ein LKW muss da noch reinkommen, dass wir wahrscheinlich das Geld zusammen haben. So, zwei, naja, nicht ganz, noch einen mehr. Ein LKW muss da oben noch kommen. So, hier an der Kasse helfen wir mal gerade. Dann sind die alle durch. Passt. Geld, Regal auffüllen. Sieht erstmal gut aus. So, dann gehen wir hier auf die Karte und kaufen für 32,5 das. Oder setzen unseren Laden da ein. Dann können wir hier noch einen Werbebanner kaufen. Und der geht wahrscheinlich nicht, weil zu teuer. Ah, die gehen nicht mehr, gut. So, das heißt, wir haben Leute, die dann hierher kommen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir den Shop wechseln, dass das hier für uns ein bisschen positiver ist, dass wir einen neuen Laden kriegen oder sowas. Aber dem ist wohl nicht so. Ja. Was hat man hier? Managerbüro. Und Sicherheitsraum. Aber wir könnten mal gucken, dass wir hier oben noch ein bisschen was hinkriegen, ne? Oder? Was diese Zahl ist, weiß ich nicht. Investitionen oder was? Keine Ahnung. Die können wegfahren. Wir haben 15.000. Und da können wir noch einen Baum für 5. Ne, wollen wir jetzt nicht. Da kommen jetzt LKWs rein, die Geld bringen. Aber die können wir auch noch ausbauen, ne, oder? Lieferwagen sind hier. Das bringt uns doch Geld, wenn wir das steigern, oder? Dann kommt noch ein LKW mehr, oder? Sehe ich das falsch? Jetzt haben wir kein Geld mehr. Gut. Wieso steht jetzt hier 84.000? Und warum ist da jetzt Minus? Ach, ich bin jetzt bankrott gegangen. Okay. Bantito Bank, bestes Darlehen. Ja, das ist ja jetzt komisch. Hier stehen noch drei LKWs, die ich vielleicht nehmen hätte können, ne? Ach, nehmen wir den Verdit von denen, oder? So, jetzt müssen wir nur gucken, dass das hier gerade nur läuft. Das ist jetzt der Kredit, oder was? 600.000, oder was? Na ja, dann. Kassierer 1 hat Urlaub. Sehr schön, ja. Kompliziert, ne? Und der lädt gerade. Okay, Geld kommt ja rein, so ist ja nicht. Nur, wie wird es fällig, ne? Gute Frage, oder? Ich verstehe jetzt auch das hier nicht. 4 Jahre, 9 Monate und 3 Wochen muss ich es zurückbezahlen, oder was? Naja, aber wir wollten ja hier einmal auf die Karte gucken und diese Shopkette noch angucken. Was ist denn hier so? 845.000, ja, fast 2 Millionen. 650.000.
1,3 Millionen, 650 ist bis jetzt, glaube ich, niedrig, ne, oder? Ah, 156.000, das wird wahrscheinlich auch das Niedrigste sein. Höchstens hier oben in Grönland noch niedriger, ne, 260.000. Die anderen werden wohl alle teurer sein, ne? Ja. Das heißt, wir müssten jetzt das Geld für die Zahlen da zusammenkriegen. Ja. Ja. Läuft erstmal, ne? Aber das hier habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht ist das auch ein Kredit, der da läuft. Keine Ahnung. Ein schwarzer Bandit ist es nicht. Abkassieren. Auch kein Bandit. Dann holen wir da Geld. Hier ist die Ware alle. 50.000 haben wir schon. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mehr LKW geworden sind, ne? Erstmal sieht alles gut aus, oder? Da ist ein Regal leer. Hier wird wer abkassiert. So macht es erstmal einen guten Eindruck. Wir müssen die 156.000 zusammenkriegen, ne? Das ist jetzt, machen wir das mal schneller, oder? Okay. Noch läuft alles gut. Noch sieht's gut alles aus. Ja, müssen wir mal schauen, wie es wird, ne? 71.000, haben wir 73.000. Leute kommen wieder rein, Regale sind noch voll. Alles bestens, oder? Hier ist ein Regal leer. Jetzt haben wir schon 86.000, da ist auch noch ein Regal leer. Abrechnen müssen wir gerade nicht. Hier ist ein Regal leer. Da ist ein Regal leer. Da auch. Läuft gerade so. Ah, den kriege ich nicht, ne? Jetzt haben wir schon 105.000. Müssen wir mal gucken. Da ist ein Regal leer. Drei böse Leute? Nein, sind keine bösen Leute reingekommen. Wir haben nur einen hier schon im Laden, ne? Das ist unser Problem. Was haben wir? 120.000. Okay, da ist das Regal leer. Da auch. Soweit läuft es. Ja, da geht einer raus. Ja, was haben wir? 129.000. 131. Hier an der Kasse können wir gerade abkassieren. Soweit alles gut läuft. Wir bleiben mal 140.000, 156 müssen wir haben, ne? Fehlt noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. Keiner mehr im Laden. 146.000, 148, 150, 152, 155 und
Nehmen wir gerade die noch alle mit und jetzt gehen wir mal hier hin. Sicherheit und gehen dahin. Wenn Sie in dieser Region ein Geschäft aufbauen, Marketing plus 1, berühmt plus 1, Kosten ja. Hier ist schon ein Shop, okay. Karte? Nö, bringt mir nichts. Ja, jetzt habe ich zwar einen Laden, aber ich glaube, ich kann nicht hinwechseln, oder? Also das ist jetzt... Okay, da ist ein LKW mehr da durchgekommen jetzt. So läuft's erstmal, ne? Aber ich finde jetzt, ja, das ist leider traurig. Weil ich jetzt irgendwie nichts machen kann, ne? Ich kann jetzt hier kein zweites Geschäft aufbauen. Was bringt mir das? Hier ist schon ein Shop. Ich habe jetzt einen zweiten Shop. Ich habe die Berühmtheit hochgekriegt und mehr auch nicht. Ich glaube, das ist nichts Dolles jetzt hier mehr, ne? Wir haben das Spiel, glaube ich, von vorne bis hinten kennengelernt. Es ist schön viel zu klicken, immer Regale schön voll machen, irgendwo diesen Verbrecher auch kriegen. Aber einen tieferen Sinn hat das Spiel nicht. Ja, es ist auch irgendwie jetzt nicht so, wo ich sagen könnte, nice to have oder sowas. Und noch nicht mal das. Und es ist irgendwann durchgekaut, sag ich mal. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich noch irgendwo was machen könnte, was mir noch irgendwas einbringt. Ja, komm, machen wir, kein Problem. Wir können doch allen hier Geld geben, oder? Regale sind leer. Hier kostet 195, da 110. An der Kasse stehen sie Schlange. Ich weiß auch nicht, was mir das bringt, wenn ich hier abkassiere. Gibt es dafür Geld? Ich weiß nicht. Kaufen wir das. Kaufen wir das. Ne, es geht nicht. Geht auch nicht. Das geht noch. Da haben wir noch ein bisschen mehr Regal. Haben wir noch mehr Ware im Laden. Vielleicht erfreut sich dann jemand hier noch dran. Bushaltestelle kostet 65. Geschäftslogo 117. Das ist teuer. Wir haben 30. Haben 33. Leute kommen. Ja. Wenn ich wüsste, dass ich das hier zum Beispiel abbezahlen kann, das wäre schön, aber irgendwie geht das auch nicht. Kann man hier irgendwo was... Qualität? Nee. Extras. Wi-Fi, Kartenzahlung, Clubcard, Terminals, Mobil, Kameras. Ja. So, momentan würde ich sagen, ist ja schön, aber es tut sich gerade nicht so viel, ne? 52.000, was war hier? 65.000, die Bushaltestelle. Gesagt, Urlaub, okay. Sehr schön, dass da Urlaub gemacht wird. Können die sich erholen? Die machen Ware neu. 64, den noch. Ja, komm, den nehmen wir auch noch mit. Regal füllen wir noch auf. Und dann war das hier die Bushaltestelle. Jetzt kommen noch mehr. Ach, guck mal, da fahren die Verbrecher an dem Bus. Glaubst du doch nicht, oder? Ja, Umsatz wird dadurch gesteigert, oder was? Ja. Ja, ich krieg jetzt mehr Geld, ist klar, aber Artikel, Pillen, ja, können wir meinen Mitarbeitern geben.
Ist jetzt irgendwie so. Mach mal an. Halt mal an. So, Ausverkauf Herbst, Ausverkauf Sommer, Ausverkauf Winter. Extras. Haben wir schon ein paar Sachen gekauft, ist klar. Statistiken, Geschäftsmarkt, Supermarkt. Hier kann ich keine Statistiken anklicken. Schade, das geht nicht, das ist kaputt. Ladenerweiterung hatten wir schon sozusagen. Ladenerweiterung 2 von 3. Produkte, Bus. Okay, den könnte ich dann auch noch steigern. Kassierer, Lagerregale, Mitarbeiter. Ja, da sind wir da schon durch. Das sind die Mitarbeiter, da kann ich aber nichts machen, außer durchblättern. Ausverkauf hatten wir schon, Shopkette haben wir, Qualität und Werbung. Ja, ich glaube, wir haben in dem Spiel schon alles gesehen, ne? Ich hätte jetzt damit erwartet, dass wir vielleicht auch irgendwo einen neuen Laden sehen können. Ich wüsste zum Beispiel gerne, was ich hier mache. Ah, hier kann ich jetzt was machen. Wenn ich da drauf klicke. Ach, dann kann ich den Kredit so aufnehmen, oder wie sehe ich das? Oder bezahle ich was ab? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bezahle gerade ab, oder? Ja, ich habe ihn abbezahlt. Aber das hier ist mir noch schleierhaft, wofür das ist. Ich kann es auch nicht anklicken. Kredit ist weg. Ja, was willst du machen, ne? Ich glaube, wir sind mit dem Ding durch. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich euch noch zeigen kann. Fazit ist, ja, ist ein schick anzusehendes Spiel eigentlich. Spielprinzip ist aber total simpel. Irgendwelche Icons anzuklicken, die hier sind, ist jetzt nicht so der Bringer. Man muss sicherlich gucken, dass man Ware verkauft. Man hat genug Leute drin. Ab und zu kommt mal hier so ein Dieb da rein, der vielleicht ein aufheitert, auf Deutsch gesagt, ne? Aber sonst, man kann da sicherlich gegen was tun, indem man jetzt hier eine Überwachungskamera installiert oder so, aber momentan kommen zum Beispiel keine Diebe. Vielleicht war das auch nur bei dem einen Standort so schlecht. Ja, hier kannst du Karte kaufen oder Werbung kaufen, dann werden wahrscheinlich noch drei Leute mehr kommen oder sowas. Aber bringen tut einem das jetzt nur so wirklich was. Und hier Shopkette. Wir haben gesehen, dass wir jetzt in Afrika wahrscheinlich noch einen Shop haben, aber das bringt uns tatsächlich auch nicht viel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die ärgerlich sind, weil wir da jetzt nicht abkassieren oder sowas. Keine Ahnung, ne? Okay, ich würde aber sagen, wir machen hier Schluss mit Shop Tycoon. Wir haben genug davon gesehen, werden uns auf ein anderes vorgestellt, dann konzentrieren und gucken, dass das dann da was gibt, aber ja, dann würde ich sagen, Eindruck habt ihr gekriegt. Weiß nicht, wenn es günstig ist, lohnt sich ja zu kaufen. Nein, tut es auch nicht wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein schönes Spiel auf der einen Seite, aber der Spielsinn muss tiefer werden, muss mehr Wirtschaftssimulation vielleicht raus werden oder sowas. Die Mannequin sind ganz lustig, das mit dem Gemüse, Obst und anderen Dingen hier sieht auch ganz nett aus. Wenn ich jetzt hier beim Abkassieren irgendwie eine Summe hochgehen sehen würde, wäre das vielleicht noch ganz interessant. Das mit den Banditos da oder wie sie auch immer heißen, ist ja auch okay. Dann kamen die da ganz viele. Das war so eine Rush-Geschichte. Okay, ging auch, aber mich würde interessieren, dass ich hier noch einen weiteren Laden sehe oder sowas, ne? Dass ich, wenn ich umziehe, dann möchte ich einen anderen Laden haben, wo vielleicht ich neu aufbauen muss, wo ich vielleicht auch nicht einen vorgefertigten Shop habe, sondern einen Shop selber einrichten kann oder sowas. Vielleicht geht das auch irgendwo, weiß ich nicht, aber da haben wir zum Beispiel kein Geld für. Ist aber noch möglich, das zu machen. Hier Geschäftslogo und da kaufe einen Baum. Ja, bringt mir das was? Nicht so wirklich. Hier die Ware anklicken, dass sie im Regal liegt, ist jetzt auch nicht so der Bringer. Counter, Warteschlangen verkürzen, kann ich selber machen, ja. Und ja, was bringt's? Nicht so wirklich was, ne? Ich glaube, da kann man bei weitem noch was machen. Man müsste gucken, es ist wahrscheinlich noch eine Entwicklung und da kann bestimmt noch mehr kommen. Aber momentan ist ein bisschen mau. Vielleicht sehen wir uns irgendwann später nochmal hier sowas an in der Folge hier. Das müssen wir mal gucken. Ich will jetzt gerade noch gucken, dass wir
die Secret-Abteilung da oben noch hinkriegen. Und die kostete 110. 110 kostete die. Haben wir sie? Jetzt haben wir sie. Jetzt bauen wir sie. Okay, da kann man noch Leute einstellen. Aber was hat das mir jetzt gebracht? High Security 800 im Monat. Okay, jetzt habe ich zwei Securities. Jetzt ist wahrscheinlich auch, dass ich hier so einen Typen... Aha, den kann ich hier hinstellen oder was? Genau, sehr schön. Also die habe ich da gemacht und hier unten hingestellt. Interessant. Ja. Okay. Regale werden leer. Securities müsste ich jetzt... Jetzt würde es mich interessieren, wenn da einer kommt, ne? Ob er den dann rausschmeißt. Ah, hier wird gleich nicht mehr geliefert. Ja. Jetzt kommt gerade keiner mit der Maske, ne? Ja, der wird schon angeliefert. Die LKWs sind weg da oben. Ja, die Security steht da und macht aber gerade nichts. Und ich kann auch nicht sehen, weil gerade keiner mit der Maske kommt. Okay, ich sage aber mal ganz einfach, es soll reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen Projekten auch vorbeischaut. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich die nächsten Vorstellungen mache. Und auch gerne das Kommentarfeld benutzen und da Kommentare schreiben. Das Video auf anderen Kanälen teilen wäre auch ganz cool. Und ja, wir sehen uns dann, ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao.